Herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skyline mit meiner Wenigkeit Glabur, jawohl. Erstmal Dankeschön für die Informationen, wie ich zum Beispiel die Industrie handhabe und dies und jenes, genau. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nur auf volle Düse spielen, da man sonst nicht genug Geld hat. Ich habe mich jetzt so ein bisschen informiert über das Spiel und wie das auch alles so ein bisschen funktioniert. Ich werde wahrscheinlich nur Einbahnstraßen bauen. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Verkehr so im Kreis läuft und dann alle hier lang und dann da oben lang fahren können. Geht einfach darum, weil man sonst in diesem Spiel wohl Verkehrsprobleme bekommt. Genau, also werden wir wahrscheinlich diese Straße hier komplett ändern müssen, dass die Leute so fahren, hier reinfahren, so rumfahren müssen, hierhin, dann können die hier reinfahren, diese Straßen lassen wir, die cutten wir dann da. Dann Einbahnstraße hier hoch, dann müssen wir gucken, ob wir das hier nicht so lassen. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und dann gibt es die Straße hier hoch und dann da lang. So ist mein Plan, um den Verkehr flüssig zum Laufen zu bekommen. Genau, das wird jetzt erstmal so mein Hauptmerkmal sein. Aber wir haben zum Beispiel diese Straße, sechsspurige Straße, noch gar nicht freigeschaltet. Wir brauchen, erreichen Sie eine Bevölkerung von 4600 und das andere auch 4600. Also das ist die nächste Stufe. Dann sollten wir das freikriegen. Ich muss auf jeden Fall hier Gas spielen in dem Sinne, weil sonst verdient man einfach zu langsam Geld und wir können dann hier nicht neue Sektoren kaufen und dies und jenes. Hier läuft unsere Kackerlakack. Wir müssen mal gucken, haben wir schon das Neue? Wie viel brauchen wir denn dafür? 16.000 Einwohner, das ist natürlich schon übel, ne? So, muss ich das wieder machen. So. Ja, wir müssen jetzt erstmal gerade ein bisschen warten. Vielleicht schaffen wir die 4-6 wirklich. Wir haben ja jetzt hier die etwas größeren Häuser gebaut, was ich eigentlich ein Fehler ist. Ich hätte hier vielleicht die kleinen lassen sollen. Müssen wir mal gucken. Ja, diese Straße hier, der hat gar nicht, wir hatten doch schon viel weiter gebaut, oder nicht? Wir hatten doch hier oben schon die Straße rangebaut. Das sehe ich jetzt mal gerade. Spielladen. 3.11. Da siehst du auch, das ist das was anderes. Aber da habe ich doch viel mehr. Was soll denn der Scheiß? Ja, wir müssen das laden. Entschuldigung, Leute. Aber da stand doch die Uhrzeit hinter, oder bin ich jetzt gerade ein bisschen bekloppt? Obwohl, du bist bekloppt. Hä? Wartet mal ganz kurz, das will ich mir das nochmal angucken. 11. Ich muss das mit dem Namen richtig speichern und immer überschreiben. Okay. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Einbahnstraßen, weil wir hier haben wir nämlich schon 7700 Leute. So, und wir müssen. Das ist nämlich auch zum Beispiel eine sechsspurige Straße. Nur in eine Richtung. Ja. Diese hier würde dann nach oben laufen. Also die bräuchten wir hier. Und dann wurde mir erklärt, abknicken muss ich abschalten zum Beispiel. Das können wir auch gar nicht updaten. Also das würde bedeuten, wir müssen diese ganze Straße hier abreißen. Uiuiui, das wird natürlich ein teurer Spaß, ne? Erstmal müssen wir beigehen. Und wir fangen an und werden ja, der reißt jetzt dieses ganze Stück hier zwar ab. Aber wir fangen ja schon mal an, das einigermaßen umzubauen. Sind das diese hier? Diese hier, ne?
Hey! Ach, ich habe auf Update stehen. Ach, Mann. Egal. Müssen wir sowieso abreißen. So. Läuft ganz schön schief, ne? Der Glabur aber wieder schief gebaut, Leute. So. So mut dat. Dann mut ich. Das so machen. Dann können wir noch mal dunkel machen. Da haben wir auch das gebaut. Okay. Das hätte ich dann schon mal. So, und jetzt müssten wir... Ja, ich muss aufpassen. Nicht, dass... Nee, wieder GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Ja, nächste Woche. Wenn ich gleich Zeit habe. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier eine Einbahnstraße draus mache. Hier komplett Einbahnstraße hier runter, dann hier lang und dann hier. Weil dann kriegen wir nämlich auch den ganzen Verkehr unter Kontrolle. Auf jeden Fall. Weil wir können nämlich jetzt nicht beigehen und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne... Doch. Nee, aber er macht nicht... Sechsspurige Straße mit dicke... Nee, wir möchten ja gerne... Verstehe ich nicht. Das natürlich auch schon mega schnell geht, ne? Aber das ist nicht das, was ich will. Ja? Ich will ja, dass hier alles komplett in eine Richtung geht. Ja. Diese Straße will ich bauen. Auch hierhin. Und dann kann der Kreisverkehr nämlich weg. Ja, der Kreisverkehr kommt komplett in die Grütze. Die müssen dann hier alle durch. Und so sollte das dann auf jeden Fall funktionieren. So ist zumindest mein Plan. Weil hier kriegen wir ja diesen extremen Stau. 49.000 und 50.000. Es könnte reichen, Leute. Wir werden es jetzt probieren. Ja. Und zwar müssen wir dann... den Kreisverkehr hier komplett wegreißen. Wir müssen dieses Stück Straße hier wegreißen. So. Und so. Das sieht ganz schön scheiße aus. Da habe ich ganz schön Bock missgebaut. Das sieht etwas komisch aus, würde ich sagen. Ja, das geht schon, ne? Das ist ganz okay so, würde ich sagen. Und wir können jetzt dieses hier nicht updaten, richtig? Richtig. Also müssen wir das hier jetzt komplett abreißen.
So, bis dahin. Nee. So. Ich hoffe, dass mein Geld reicht. Sonst werden wir gleich ein richtiges Problem haben, aber egal. Ja, ist richtig rum. Okay. Ich darf keine Kreuzungen bauen. Das kommt noch da hinzu. Wir machen das mal so. Dann machen wir so. So. Das muss ich auslassen. Das ist doof. 39.000 wird echt knapp, Leute. Okay. Was wichtig ist, dass wir jetzt erstmal den groben Schnitt hier hinkriegen. Scheiße, Leute. 4000 habe ich noch. Ich werde jetzt die... Nee, das wird nicht funktionieren. Ich muss die Zeit wieder stoppen. Da wir noch gar keine Verbindung in die... Doch, in die Verbindung in die Stadt haben wir schon gebaut. Eieieiei, das wird echt noch eine Katastrophe, glaube ich. Wird das gleich vielleicht enden, wenn ich Pech habe. Nee, das geht jetzt ja auch rein. Ich will ja andersrum die Straße haben. Wie kann ich denn andersrum die Straße bauen? Wie kann ich die denn andersrum bauen? Dass ich sage, nee, die fährt jetzt nur da lang. Ja, Einbahnstraße, ist ja auch alles okay. Aber wie kann ich denn sagen, er soll bitte die Straße andersrum bauen? Versteht ihr,
Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, jetzt macht das. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Alles klar. Ich muss von oben nach unten ziehen. Dann wird das funktionieren. Alles klar. Verstanden. Auf jeden Fall verstanden. Okay. Nee, das ist Bullshit. So. So wird das schon passen. Ja, ist ziemlich schief, ne? So. Immer noch ziemlich schief, Leute. Haben wir nicht genug Geld, aber man konnte sich doch Geld leihen, oder? Weil ich will das erst fertig machen. 20.000, 40.000, 60.000 nehmen. Danke. So. Weil ich brauche jetzt erstmal das Straßennetz. Das will ich jetzt unbedingt fertig haben. Ich habe mir das jetzt oben in den Kopf gesetzt und das werde ich jetzt auch machen. Ist da was? Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei CityXXL. Ich weiß, ich mache hier wirklich einen komplett Umbau. Tut mir wirklich leid, aber es wird sich lohnen, glaubt's mir. So, ich sage erstmal vielen Dank und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann, tschüss.